Ich habe eine Idee, ich spiele jetzt die Musik für die ganz jungen Leute. Dann können die sich, weiß ich nicht, vor ein iPad setzen und Peppa Pig oder Paw Patrol gucken. Miraculous. Habe ich mir mal einen runtergeholt. Mit 25. Leute, wir spielen jetzt die Musik für die ganz jungen Leute. Und danach kann die Erwachsenenparty weiterhin gehen. Schluss zu trinken an. Das war sowas wie ein Hilfeschrei, den keiner hört. Bei jedem Schluck hat sie gedacht, bitte Mama, sei empört. Doch Mama war nur selten da, keiner hat aufgepasst. Papa hat lieber mit Kollegen einen drauf gemacht. Jenny war groß und mit der Tippe, hier war sie beliebt. Hier wird man verstanden, wenn man auch zu Hause Krise schiebt. Sie geht mit 13 auf Partys ab 18. Schminken wie eine Nutte und dann rein in das Nachtleben. Ecstasy, Kokain, Ficken auf dem Weibertum. Flatmates auf dem Text, 50 einfach so, sag ich dir, wer kann dieses Mädchen vertragen? Und ich sag, Leute, komm, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, hey, aha, komm. Und ich sag, Leute, komm, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, hey! Aha, komm! Ich bin so gern erwachsen werden. Und ich schon 18 Stern. Hey, Papa, mach die Augen auf. Doch bin ich nicht aus dem Haus. Du musst trotz all der Schwierigkeiten was tun. Ich weiß das, so hast du immer was zu tun, auch wenn du frei hast. Pass immer auf, du musst ein Auge auf dein Balk haben. Am besten lässt du seine Glocke um den Hals tragen. Kinder sind teuer, also musst du gehen. Du musst Probleme erkennen, sie aus der Welt schaffen. Du musst zuhören in guten und in miesen Zeiten. Du musst da sein, du musst Liebe zeigen. Wer Kinder macht, der hat das so gewollt. Doch sobald es ernst wird mit der Erziehung, habt ihr die Hosen voll. Wie viel mehr kann die Jugend in Deutschland vertragen? Wie viel? Dazu, wenn eure Kinder euch jetzt was sagen. Und das geht, hey! Aha, komm! Trotz all der Schwierigkeiten.